Hey Leute, ich bin Max Holz und wenn ihr hunderte Millionen GTA-Dollar in GTA Online haben möchtet und keinen Bock auf Glitschen habt, dann schaut mal bei Escalation Royale und seinem erfahrenen Modding-Team vorbei. Da gibt's Unlock Alls und mehr. Ja, hey Leute und willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online. Wie versprochen hier nochmal alle wichtigen Neuerungen wie Tattoos, Kleidung, Patch-Infos und so weiter, die mit dem Update 1.28 oder halt Illgarten Gains Teil 2 zu GTA Online dazugekommen sind. Einfach, dass ihr nochmal einen richtig schönen Überblick habt. Los geht's. Die 5 neuen Fahrzeuge auf Legendary Motorsports für Offline und Online. Der Geländewagen Coil Brawler, der Muscle Car Vepecino, der Muscle Car Invertero Coquette Blackfin, das Motorrad Dinker Vindicator und der neue Supersportwagen T20, der gerade der teuerste Wagen im Spiel ist. Progen T20 und Coil Brawler sind gerade meine Lieblingsautos. Der T20 wegen seiner kompakten Größe, Handling und Geschwindigkeit und der Coil Brawler, weil er einfach ein super Kompromiss aus stabilem Fahrverhalten und heftiger Power ist. Für mich momentan der beste vierrädrige Geländewagen. Ja, ich weiß, der lange Bremsweg ist jetzt nicht so toll, aber noch zu verkraften für einen Geländewagen, finde ich. Weil halt der Rest stimmt. Wenn ihr jetzt mehr über die einzelnen Autos wissen wollt, dann schaut euch einfach mein Video Illgarten Gains Part 2 alle Autos und Speedtest an. Dasselbe gilt auch für das neue Boot Lampadati Toro, das ihr auf Doctees kaufen könnt. Meiner Meinung nach übrigens das unnötigste und überteuerste Fahrzeug von Illgarten Gains 2. Drei neue Hupen sind dazugekommen. Einmal die klassische Hupe 8 mit Anspielung auf Freude schöner Götterfunken aus Beethovens 9. Sinfonie. Dann die klassische Hupe fortlaufend 1. Das ist der Hummelflug von Rimski-Korsakow. Und noch die klassische Hupe fortlaufend 2. Das Vorbild ist der Klassiker Toccata von Johann Sebastian Bach. Hupe 8 und Fortlaufend 2 finde ich echt genial, meine Lieblingshupen in GTA Online bis jetzt. Mit Fortlaufend 1 könnt ihr zum Beispiel bei Rennen andere Fahrer richtig gut stressen. Die zwei neuen Waffen für alle Konsolen auf Ammunition sind der Schlagring und die Präzisionspistole. Der Schlagring ist beim Faustkampf extrem effektiv, weil er praktisch mit einem Schlag killt. PS4, Xbox One und PC exklusiv gibt es auch noch richtig edle Schlagring-Varianten. Wir haben hier einmal The Pimp, The Ballers, The Hustler, The Rock, The Hater, The Lover, The Player, The King und The Vagos. Die Präzisionspistole basiert auf der Thompson Center Contender, hatte ich auch schon mal in der Screenshot-Analyse gesagt, und kommt wieder in vielen verschiedenen Farben. Wobei ich Platin am besten finde. Leider gibt es aber keine Aufsätze. Wie die Muskete ist die Präzisionspistole eine Einschusswaffe mit hohem Schaden pro Schuss. Im Vergleich zur Muskete ist die Reichweite und die Präzision zwar geringer, aber dafür feuert die Präzisionspistole fast doppelt so schnell wie die Muskete, weil wir ja gerade mal 2,5 Sekunden Nachladezeit haben. Bei der Muskete sind es ca. 5. Den Schaden pro Schuss gerechnet übertrifft das Teil sogar die Muskete und das schwere Scharfschützengewehr. Fast jeder Treffer auf jedes Körperteil ist hier ein Kill.
Super effektiv also für 1 gegen 1 Nahkämpfe. Bis mittlere Distanz geht die auch absolut in Ordnung. Meine Lieblingspistole zurzeit, wenn ich es mit nur einem Gegner auf kurze oder mittlere Distanz zu tun habe. Ich finde es nur komisch, dass ihr die Präzisionspistole nicht für Drive-Bys benutzen könnt, obwohl es ja eine Handwaffe ist. Auch komisch finde ich, dass die Hülsen von den Kugeln nicht auf den Boden fallen. Im Tattoo-Shop gibt's 15 coole Tattoos. In den Klamottenläden habt ihr neue Luxus-Komplett-Outfits. Oberteile. Schuhe und neue Accessoires wie Tücher, Ohrringe und Uhren. Den Radiosender The Lab gab es ja zuerst nur auf der PC-Version von GTA 5, aber ab Illgarden Gains 2 jetzt auch auf allen Konsolen. Der Name vom Sender passt, weil hier wie in einem Labor alle möglichen Songs aus allen möglichen Genres zusammengemixt werden. Von Hip-Hop bis Pop bis Rock, Indie und Electronic ist ja für jeden von euch, denke ich mal, was dabei. Neue gute Musik halt, höre ich zurzeit ziemlich gerne. Mit dem Editor könnt ihr jetzt endlich Jobs auf dem Flughafen und der Militärbasis erstellen. Für PS4, Xbox One und PC exklusiv habt ihr jetzt auch Tücher und Manschetten im Interaktionsmenü. Bei der PC-Version kommt jetzt ein Hilfetext, falls ihr wegen einem strikten NAT-Typ ständig Verbindungsprobleme habt. Okay Leute, das war's zu meinem Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Patch-Infos von Illgarden Gains Part 2. Mal schauen, ob noch ein Teil 3 kommt, weil wir einfach mehr Garagenplatz brauchen und Villen und Casinos und so weiter. Anyways, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und wenn ihr mich und Replay Oldschool gerne unterstützen möchtet, könnt ihr gerne über meine Amazon-Links in der Videobeschreibung einkaufen, da bekomme ich dann einen kleinen Anteil von Amazon ab. By the way, der Offline-zu-Online-Geld-Glitch auf meiner Replay Oldschool Facebook-Seite, der geht immer noch für alle, die gerne Geld glitchen, ja. Ich schaue mich aber trotzdem noch nach neuen guten Geldmethoden um. Okay, jetzt aber, ihr haut rein und ich bin raus.